Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Onyxan und das hier ist Giant Citizen Kabuto. Yay, es darf weitergehen. Juhu. Da freuen wir uns doch alle einen Keks, vor allem ich freue mir einen Keks oder so, weil ich konnte es schon kaum abwarten, endlich mit dem Spiel weiterzumachen. Und genau das wollen wir jetzt einfach mal tun. Ich habe in der Zwischenzeit einfach mal so zwischendurch immer wieder mal ein bisschen gespielt, aus Spaß an der Freude. Deshalb muss ich jetzt mal gucken, wo waren wir denn? Wir waren bei der Suche nach Timmy, genau. Es geht in Mac Story 4 weiter, genau, Suche nach Timmy. Also gucken wir doch mal, wo sich der kleine Kerl rumtreibt oder so. Ne? Da war ja irgendwas von wegen Folterturm und so im Gespräch, aber gucken wir doch mal, wo uns das Ganze jetzt hinführt. Lad mal schneller, Junge. Schneller! Die Festung. Da hat Sappho ihn versteckt, Jungs. Alles klar. Hört zu, Bass. Der Kerl ist doch völlig übergeschnappt. Lass uns abhauen. Wir rufen Gordon und Bennett und die holen uns ab. Was meinst du? In einer Woche wären wir auf Planet Mallorca. Er hat uns geholfen, Ratched zu finden. Wir können den Alten doch nicht im Stich lassen. Ja, Bass hat recht, Till. Wir sollten ihm wenigstens helfen, seinen Enkel zu retten. Okay, Bo Joycey. Wir sind dabei. Los! Ja! Und da gibt's noch viel mehr, wo das herkam. Oh, bitte, Bass. Los, bettet endlich das Tor zum Folterplatz, bevor ich hier noch an Altersschwäche sterbe. Okay, seid ihr soweit? Pass bloß auf, Junge. Dieses Mal gehst du gegen die Sea Reaper an. Die sind unglaublich schnell und ihre Zaubersprüche sind tödlich. Na, mach schon. Ich warte so lange hier unter dem Baum. Ja, darauf wette ich. Ja, bloß nichts selber machen, ist klar. Okay, wir sollen die Tore zum Folterplatz mit einer Pop-Up-Bombe zerstören. Mit den Dingern haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht, ne? Pop-Up-Bombe und so. Und wir haben hier eine kleine Warnung schon mal stehen. Achso, ne, erstmal haben wir gesagt gekriegt, wir haben jetzt eine Millennium-Gun und die können wir jetzt erstmal ein bisschen an den Gegnern ausprobieren. Ist eine tolle Waffe, werden wir dann sehen. Ja, und die Warnung, wie gesagt, pass auf vor den Rikes, weil die können zaubern und so. Und ja, die kicken dir in den A. Punkt, Punkt, Punkt. Wunderbar. Ja, Millennium Gun, was machen wir denn da? Schmeiße ich das Sniper weg? Wo ist denn der nächste Smarty-Laden? Gar nicht mal so weit von hier, irgendwo dort hinten? Was lege ich denn jetzt weg? Die Waffe hier hat eigentlich zu viel Munition, als dass ich sie loswerden will. Und dann lege ich den Raketenwerfer ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich vielleicht mit dem Sniper schon von hier aus ein bisschen Schaden anrichten? Da ist ja nicht mal jemand drauf. Ripper-Gedöns. Treffe ich das von hier aus? Nee, ich will eigentlich meinen Sniper nicht aufgeben, weil es zu gut ist. Mach mal den Raketenwerfer weg. Ja. Millennium Gun, die bösartigste Waffe, die ein Mech überhaupt haben kann. Sehr effizient gegen alles, was kreucht und fleucht, vorausgesetzt man weiß, wie man das Ding einsetzt. Problem an der ganzen Sache ist, ja, ich habe irgendwann mal erwähnt, es gibt eine Waffe in dem Spiel, mit der man sich selbst verletzen kann und mit der man sich ziemlich leicht zersplittert. Und genau das ist diese Millennium Gun. Boah, das ist so schön, Jungs. Danke, dass ihr da seid und mir helft. Die beiden machen das Leben so viel leichter. Ist da noch so ein Ripper-Dingsums? Ja, ist tatsächlich. Geht auch noch um. Wow! Wo kommst denn du her? Und wo bist du hin? Habt ihr gut gemacht, Jungs. Danke, dass ihr da seid. Einfach nur danke. Ja, mittlerweile haben mich auch die ersten Kommentare zu dem Spiel erreicht. Ich habe ja irgendwie die ersten sechs Parts im Voraus quasi produziert und konnte dementsprechend nichts dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass Giants scheinbar das beliebteste Projekt wäre, das ich jemals gemacht habe, was eigentlich verdammt schade ist. Es gibt einen Haufen Leute, die das scheinbar einfach komplett ignorieren. Daher ist es so ein geiles Spiel. Aber immerhin, zwei Leute kommentieren hier fleißig. Also danke mal an Luma-Fan und danke auch an Mr. Mario K1. Aus zwei Gründen, nicht nur fürs Kommentieren, sondern auch für die tollen Thumbnails, die du mir gemacht hast. Ich weiß, ich war mal wieder hoch anspruchsvoll und ja, man konnte es mir mal wieder nicht recht machen, wie üblich. Aber die Thumbnails sind jetzt ziemlich cool und ich freue mich schon drauf, die alle zu verwenden. Ja, es ist wieder mal viel Arbeit, die ich dir gemacht habe, ich weiß, aber es hat sich gelohnt und was du da gemacht hast, das sieht schon toll aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eine. Wow. Was für eine beschränkte Auswahl an Bildern wir hatten. Ist da oben? Ja,
du Drecksheil. Kann ich von hier aus? Ja, die Jungs treffen dich. Ich nicht, aber... Ja, das sieht schon gut aus. Und weg mit dem Dreck. Na! Jetzt bald. Dankeschön. Smarty-Laden. Ja, Mensch, wirklich nicht weit weg. Und wir können nichts sonderlich Sinnvolles kaufen. Ein Schild. Wir könnten eine Reparaturgun kaufen. Einsammeln. Das macht sowas von null Sinn. Wir haben nichts, was wir reparieren können. Aber schön, dass wir so haben können, wenn wir wollten. Gut, konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Mission. Reichs sind angekündigt. Nicht auf mich schießen, bitte. Reichs sind angekündigt, genau. Reichs sind übel. Ich rede die ganze Zeit immer wieder, wenn wir irgendwo Reaper sehen, von Z-Reapern. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, ob die Z-Reaper, ob die Reaper Z-Reaper sind oder nicht. Also diese Kameraden hier, da steht auf jeden Fall Z-Reaper-Mann, ne? Und wenn es Z-Reaper-Männer gibt, dann muss es wohl auch Frauen geben, nehmen wir jedenfalls mal an. Und ich würde behaupten, die Frauen sind die Reichs und die sind übel. Also die Damen dieser Welt hier sind... Oh, ups, der ist jetzt sehr tot. Die Damen dieser Welt sind sehr, sehr gefährlich, sind nur mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal so. Und das werden wir dann auch bei Gelegenheit sehen. Oder wenn ich es geschickt mache, werden wir das vielleicht nicht sehen, ich weiß es nicht. Ich will mich mit den Ladies nicht zwingend im Nahkampf messen, sagen wir mal so. Weil die haben es in sich. Andererseits will ich euch natürlich auch gerne zeigen, warum die es so in sich haben und warum ich mir so in die Hosen mache. Aber, nein. Ja, nicht so zwingend, weil ich befürchte, dass ich dann krepiere. Okay, erstmal Millennium Gun auspacken. Bang. Noch einen Schuss und du bist weg. Ja, Millennium Gun, yay. Die ultimative Waffe der totalen Vernichtung für alles, was kreucht und fleucht, wie gesagt. Allerdings auch für mich, wenn ich sie dumm einsetze. Also passen wir natürlich auf, wo wir hinballern. Die Leute schießen mal auf den hier. Da müsste einer in meiner Nähe aufgeploppt sein. Ah ja. Ich hab's doch gehört. Ich hab dich doch gehört, Kollege. Ja, ich höre doch wunderbar. So, reißen wir die Baracke hier mal noch ab. Oh, und da kommen schon die nächsten Freunde. Ah, der ist schon halb tot. Jetzt ist er ganz tot. Okay, machen wir es mal so. Das Schlechte an der Millennium Gun ist, ihr seht's, mehrere schlechte Dinge, mal abgesehen davon, dass man sich selbst damit töten kann. Sie hat eine sehr seltsame Flugbahn. Ich demonstriere das jetzt nochmal. Die fliegt in einem Bogen auf ihre Ziele zu. Hat eine sehr, sehr eingeschränkte Reichweite im Vergleich zu anderen Waffen. Und sie explodiert nicht sofort, wenn sie auf dem Boden aufkommt. Also so wie beim Raketenwerfer, wenn ich mit dem auf den Boden schieße, dann explodieren die Raketen direkt. Ist bei der Millennium Gun nicht der Fall. Stattdessen rollt das Ding dann noch einen kurzen Moment über den Boden wie eine Granate. Und explodiert dann halt ein paar Sekunden später. Oh, ich habe keine Munition mehr in dem Ding. Kein Wunder, dass ich nicht mehr schießen kann. Ja, yeah. Rollt dann halt noch ein bisschen über den Boden wie eine Granate. Und geht dann sehr, sehr, sehr böse hoch. Okay, das ist jetzt nicht gerade ein Nachteil, dass es sehr, sehr böse hoch geht. Aber wie gesagt, es rollt halt erst im Moment über den Boden. Und die einzige Möglichkeit, wie man das Ding direkt zur Zündung bringen kann, ist im Prinzip durch einen direkten Treffer. Nur durch die seltsame Flugbahn, sage ich jetzt mal, ist es verdammt schwer, überhaupt einen direkten Treffer hinzukriegen mit dem Ding. Also, ja, bei Gebäuden ist das keine Sache, also kriegt man das problemlos hin, würde ich sagen. Aber bei Gegnern, die sich bewegen, ist das nahezu unmöglich. Okay, räumen wir erstmal dich weg, weil du gefährlich bist. Jetzt nehmen wir dir noch ein bisschen. Oh, der Sniper scheint da wirklich zu helfen. Und da hinten sehen wir Z-Reaper. Ich gehe nochmal zurück zum Shop. Ich weiß zwar, dass direkt um die Ecke noch ein Shop ist, aber ich würde gerne mit ein bisschen Munition auf die Gegner zustürmen und nicht ohne. Oh, Lebensenergie können wir auch noch ein bisschen vertragen. Schön. Shop, wo bist du? Komm in meine Arme. Oder, na gut. Wenn der Shop nicht zum Mac kommt, dann muss der Mac eben zum Shop kommen. Raketenwerfer wäre jetzt schon schön gut, aber das andere Ding hat viel mehr Munition. 8 Schüsse mit Raketenwerfer sind echt ein Witz, ne? Also da kann man nicht viel mit reißen hier. Es sei denn, die Gegner stellen sich alle auf einen Haufen. Haha. Und da hinten sehen wir schon was grün leuchten, so mitten in meinem Fadenkreuz. Und daneben nochmal. Das sind die Reichs. Ja, die Mädels sieht man vom Weiten. Und es ist auch gut so. Eine willkommene Warnung, sag ich mal. Schießt mal mit dem Ding hier. Genau. Und einmal für euch hier. Verdammt, schieß nochmal Millennium Gun. Hier ist auch ein Problem mit dem Ding. Sie braucht ein bisschen, bis man wieder mit schießt. Und ja, das war natürlich ein absoluter Volltreffer.
Das dürfte allerdings wirklich getroffen haben diesmal. Ja, überall Reaper-Kasernen. Nicht hilfreich. Ach Mensch, lauf doch mal nicht von mir weg, wenn ich euch erschießen will. Ihr könnt es mir ein bisschen leichter machen. Okay. Komm schon, das trifft jetzt aber. Ja, zwei zersplittert. Sehr schön, sehr schön. Es ist wirklich ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wo man hinschießen sollte. Na toll, das wird zum Beispiel gar nichts. Einfach weil man eben eine gewisse Weile braucht, bis die Waffe, also der Schuss hochgeht. Und die Gegner bewegen sich ja dummerweise. Okay, nochmal ein Flug und Angriff. Ja, noch ein Treffer und der ist weg. Ist alles nicht so einfach. Und ich will auf keinen Fall die Reichs anlocken. Es würde übel werden. Also ich tendiere jetzt einfach zu der Behauptung, die Sea Reaper Männer, die als Sea Reaper Männer bezeichnet werden, sind die Männer der Sea Reaper quasi. Und die Reichs sind dann halt mal die Frauen. Weil, ja, sie sehen halt mal etwas weiblicher aus. Und ich meine, hallo, irgendwie... Gar muss es halt sowas geben. Außerdem hat Bojoycy vor einer Ewigkeit mal gesagt, ja, diesmal legt ihr euch mit den Sea-Reapern an, seid vorsichtig, weil deren Zauber sind tödlich und bla 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 bla. Ja, aber wir haben noch nie einen Sea-Reaper-Mann irgendwas zaubern sehen, ne? Die benutzen Waffen. Ist auch interessant, ne? Die Frauen benutzen Magie, die Männer benutzen Waffen. So, schalten wir noch die Idioten da hinten auf den Türmen aus. Sniper... Betrachte dich als gesnipert. Oh, und das hat da unten dir aufgescheucht. Das ist nicht so toll. Gut. Wenigstens zwei weniger. Aber dass da unten die ist... Na, musstest du jetzt loslaufen. Dass da unten die jetzt aufgescheucht sind, finde ich nicht so toll. Die werden mir nämlich das Leben zur Hölle machen, ja. Ich brauche Munition. Und bis ich meine Munition habe und wieder an meiner Stelle bin, haben die sich überall verteilt. Vielleicht hole ich doch den Raketenwerfer mit, hm? Mach die mal weg. Raketenwerfer her und bitte noch eine Spritze. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was kommt. Und da muss ich mir überlegen, ob ich mich wirklich... Ob ich wirklich so den Reich mal zum Zug kommen lassen will oder nicht. Ich meine, ich habe die Möglichkeit, die zu killen, bevor sie mir zu nahe kommen. Und das wäre die clevere Lösung. Aber andererseits will ich ja auch, dass ihr mal seht, warum die so gefährlich sind. Wenn ihr mal ein bisschen mehr da drauf geballert, Jungs, wäre das Ding schon weg. Ja, danke. Jetzt schießt er. Idioten. Komm, triff, triff, triff. Ja, also wenn das Ding trifft, reicht ein Volltreffer und so ein Gegner ist platt. Das gleiche gilt für mich, also wenn ich mich selbst mit dem Ding treffe, bin ich auch platt. Zack, den hat's zerrissen. Noch ein Schuss, der muss sitzen. Okay, Jungs, hier, nimmt mal. Ja, das war ein ganz brauchbarer Treffer, würde ich sagen. So. Hier eine Rakete. Plupp. Wieder einer weniger. Fliegende Sea Reaper. Yay. Okay, auf die Art werde ich ihn nie tot kriegen. Ah, so schon eher.